So, Lampe ist an, aber zum Glück ist niemand drin. Obwohl, es soll doch jemand hier sein, der Blaubeeren hat. Ich sollte nichts von anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Erstmal schön beklauen. Die Fleischkönigin. Wow, Ameisenkönigin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Herr Ameise muss sie lieben. Wie wohl Ameisenliebe abläuft? Dreht sich wohl alles ums Fleisch. Was ist das? Unterhosen? Sie riechen gut. Wie Opa-Seife. Heißt das, dass die große Ameise nackt war? Zeit für Tee. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt und er ist wahrscheinlich gar keine Ameise. Er ist ein Mann, der wie eine Ameise aussieht. Aber er muss eine sein. Ich habe keine Ahnung, was hier abläuft, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was die Friend Bow, also die muss, also da ist irgendwas ganz falsch bei ihr. Hey, du siehst blöd aus. Deine Familie ist ja nett. Achso, deine Familie ist ja nett, Herr Kiefernzapfen. Aber du bist ein echt gruseliger Typ. Wow, du bist sehr roh. Frau Kiefernzapfen, was kochst du? Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Ein Baby-Kiefernzapfen, wie süß, Alter. Das kannst du dir aber rumreißen. Die Blaubeere. Au, das tut weh. Hier, dafür hau ich deinen Sohn. Fall nicht vom Stuhl, sei vorsichtig. Oh, du kannst doch nicht immer vom Stuhl fallen. Hier kommt deine Mami nicht zu retten. Das ist so böse. Es ist so böse. Okay. Ich kann nichts machen in der Zeit. Ich dachte, vielleicht kann ich die ablenken, indem ich das... Das ist so gemein. Das ist so gemein einfach nur. Manno. Deswegen mach ich es auch tausendmal. Ich gehe erstmal wieder raus. Fleisch. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Man weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Man weiß langsam nicht mehr, was hier überhaupt noch real ist und was... Also wenn sie Pillen nimmt, ist das dann die Realität? Oder ist, weil dann wäre das... Nee, da sieht sie ja die Schatten. Schwierig zu sagen, was ist Realität, was ist Fiktion oder die Anderswelt. Ihr kleinen Kreaturen, fresst mich bitte nicht. Runter von der Tasche, ich will sie. Habt ihr das Fleisch des Mannes gegessen? Das ist widerwärtig. Oh mein Gott, ein Kammerjäger. Und der ist tot. Entschuldigung, sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ich glaube, sie versuchen, ihre Tasche zu stehlen. Kann ich mit der Leertaste eigentlich gucken? Nee, ich kann mit der Leertaste gar nichts machen. Ich wollte gerade gucken, womit man hier so interagieren kann. Ist ja nicht immer ganz so klar. Nein, Ameisen festkleben bringt gar nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die weglocken soll, außer mit was... mit Futter. Sehr roh? Was heißt denn, du bist sehr roh? Ja. Was? Nein, habe ich nicht probiert. Bitte hör auf, mir das zu unterstellen.
Ich bin nicht clever genug, eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Ja, ich dachte, ich klebe dir mal ein bisschen fest. Festkleben können wir den nicht. Ich dachte, den kleinen können wir vielleicht irgendwie... Negativ. Ja. Nun, also, können wir den nehmen? Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Das ist gut an der Tür befestigt. Alte Menschen sind so lustig. Sie tun unerwartete Dinge. Ach, die Ameisen kochen kein Essen. Wir haben ja auch nichts zu essen dabei. Weiß Herr Ameise vielleicht noch, wie wir bei den Kiefernzapfen weiterkommen? Huch! Aber wieso sehen wir sie jetzt? Wir haben sie doch sonst nur mit den Pillen gesehen. Warum haben wir sie jetzt gesehen? Hast du jetzt die besonderen Beeren? Sie erlauben mir nicht, sie zu nehmen. Sie erlauben nie etwas. Wenn du sie fängst, ist es vielleicht einfacher. Fangen. Warte mal. Hier liegen auch lauter Kiefernzapfen rum. Komisch, jetzt können wir die Vögel nicht mehr aufschrecken. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Ich habe es satt, dass die rote Milch aus jedem herausläuft. Wer wagt es, einen unschuldigen Teddy schutzlos zurückzulassen? Ja, du, Fran, sieht man doch. Was für eine Frage. Warum haben wir die Erscheinung gerade so gesehen? Ich suche die gerade. Aber ich glaube, wir werden die nicht mehr finden. Vielleicht ist es auch, weil wir dauernd die Pillen essen müssen. Oh, warte mal. Hier können wir nichts machen. Nein. Mist. Wenn man sie fängt. Entschuldigung, muss mich räuspern. Mal ein bisschen streicheln. Auch kein Kleber auf dem Boden. Die denn fangen? Die Mutti kocht? Vor allem reichen die paar Beeren für das Schwein? Ich glaube ja nicht. Wie können wir die fangen? Das ist die Frage. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Aber ich glaube, unter der Decke sind ganz viele Wesen. Käfer und so, die mein Gehirn essen wollen. In der Schüssel ist Wasser. Vielleicht ertränkt Herr Ameise gerne kleine Monster da drin. Oder er ist vielleicht nur eine sehr saubere Ameise. Boah, Kleber da reinmachen ins Wasser und Herr Ameise trinkt das und dann verklebt sich sein Hals und dann kann er nicht mehr atmen oder nicht mehr essen. Nee, nicht mehr trinken, alles nicht mehr und dann... War es das mit Herr Ameise? Was für eine gemütliche kleine Lampe. Ja, aber wir können ja momentan sonst nichts machen. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen kann. Ein Schloss, ein Stift. Mit der Axt können wir auch nichts zerhauen. Mit dem Kleber nichts reparieren. Ich dachte, ich kann vielleicht noch andere Kiefernzapfen sammeln oder so, aber leider geht das nicht. Wie kann man die fangen? Wir haben doch noch irgendwas übersehen, oder?
Nein, nicht mit Fran. Da, kleine Axt. Ja, Grübel, Grübel. Irgendwas habe ich übersehen. Und Feuer muss ich wahrscheinlich auch machen. Vielleicht kann ich die Kiefernzapfen in den Ofen packen. Und dann... Dann kommt da Rauch raus und pustet den Pilz vielleicht raus. Aber dazu muss man die Kiefernzapfen fangen und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich rede nochmal ganz kurz mit den Damen. Ah ja, sehr seltene Blätter. Oh, hast du ihn schon gefunden? Den wunderschönen Kamm. Ich habe noch keinen Dieb gefunden. Nun, einige Dinge können nicht gefunden werden, weil sie dich finden müssen. Aber was soll ich dann jetzt tun? Wir dachten, du suchst auch deine Katze. Stimmt das nicht? Ja, das ist wahr. Wohlgemerkt. Na gut. Ich mache noch kurz eine Pause, dann kann ich mal schneiden, damit morgen die erste Folge kommt, sonst suchte ich mich gleich wieder fest. Dann nehme ich nachher weiter auf. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Schade, dass wir aus der Anstalt raus sind. Ich hoffe, wir kommen wieder in so ein Psychotenheim. Das wäre sehr schön. Muss ich sagen, jetzt habe ich Angst. Ich weiß nämlich nicht, wie wir speichern können hier. Deswegen traue ich mich die ganze Zeit nicht. Ich wollte schon früher Aufnahmepause machen. Hoffentlich geht das mit dem Fortführen. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Mitte F. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Franbo. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier waren. Ich glaube, hier haben wir schon alles abgesucht. Ich glaube, wir waren bei der Ameise im Haus. Jetzt habe ich gesagt, Kapitel fortführen. Jetzt weiß ich gar nicht, die Axt haben wir, den Kleber haben wir. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie der speichert. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich kenne eine Geschichte, das kennen wir auch schon, die Geschichte. Ich glaube, hier können wir auch weiter nichts machen. Wir waren gerade dabei... Hallo Baum! Wir waren gerade dabei, die Blaubeeren zu holen. Für das Schweinchen. Oh, du Schwein! Hast du meine Katze gefressen? Mr. Midnight, warte, stirb nicht. Ich hole dich da ganz bald heraus, indem ich das Schwein blutig schlachten werde. So, hier hat man nichts zu tun. Ich probiere nochmal irgendwas beim Haus zu bewerkstelligen. So, wir müssen... Ich vermute, wir müssen den Pilz irgendwie auch runterkriegen. Ich weiß noch nicht genau wie. Ein winzig kleines Haus. Und vielleicht können wir da auch noch rein. Und hier hat man noch diese Dame, die plötzlich in der Realität rumlief. Wobei wir nicht genau wissen, was die Realität ist und was nicht. Hallo, ich bin Fran. Ich mag euer Haus. Ich finde es sehr schön. Okay, die Pilze können wir schon mal nicht nehmen. Hier können wir auch nicht was in der Anderswelt nehmen, ne? Da können wir nur den Ameisenhaufen angucken. Okay, hier hatten wir auch alles soweit. Von dem Holz können wir nichts mitnehmen. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist gar kein Loch. Können wir vielleicht die Axt noch auf den... Ne, das bringt ja nichts. Nein, das bringt natürlich nichts. Der Baum bringt nichts, das bringt nichts. Eingang hier. Aber wie? Das ist die Frage. Ich glaube, mit unseren bisherigen Items kommen wir da auch nicht rein. Hier war noch der Postbote, oder wer das war, ne? Hier war noch in der Anderswelt der Postbote. Und die Ameisen haben sein Fleisch gefressen. Wir könnten die füttern mit einem Lebewesen, oder wir haben da oben Fleisch, wo wir nicht rankommen. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Kannst du vielleicht auf den Ofen? Nein, vielleicht auf die Bank? Ah! Es macht ihm schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch mitnehme. Kommen noch mehr Fleisch? Ich habe schon ein Stück Fleisch. Ich fasse das nicht mehr an. Okay. Es ist aber so ekelhaft. Okay, wir nehmen das Fleisch.
Hier, ihr kleinen Ameisen. Jägerstasche. Ach, das war gar kein Postbote, das war so ein Exterminator. Hm, das klappt nicht. Können wir dir das Fleisch nicht einfach geben? Ah. Es hat geklappt. Jetzt ist meine Tasche. Oh, eine Rattenfalle und eine Art Karte. Hm? Kammerjäger. Auf der Tasche ist ein... der Text ist fast verschwunden. Oh mein Gott, ein Kammerjäger. Und er ist tot. Entschuldigung, Sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Das da können wir nicht nehmen. Und das ist nur das Fleisch. Fleischameisen. Okay, wir haben eine Karte und wir haben eine Mausefalle. Eine Rattenfalle. Ich muss aufpassen, dass ich mir nichts einklemme. Der Text ist fast verschwunden. John Plommet. 11421728. Na, der kommt nicht mehr wieder. Darauf steht Kammerjäger. Arme kleine Monster. Naja. Können wir denn vielleicht die hier benutzen? Ah, na endlich. Okay. Und den Vater würde ich gerne loswerden. Deine Familie ist sehr nett. Na gut, dann nehmen wir nochmal das Ding. Ich hab dich. Tut mir leid, aber ich brauche diese Beeren wirklich. Boah, die Fran ist so mies eigentlich. Ah, jetzt haut die Mama mich. Böse Mama. Okay, jetzt können wir aber unseren Trick machen. Der hat sonst immer... Ich brauche diese Beeren wirklich. Jetzt haben wir sie. Ja, ja, ich hab sie. Sie riechen lecker. Die besonderen Blaubeeren für das Käferschwein, um es zu töten. Huch! Oh nein, sie haben die Tür verschlossen. Verstehe ich gar nicht. Wir haben hier nur 20 Mal das Baby umgeworfen, den Mann in der Mausefalle gefangen. So, die Frage ist, wie können wir das Schwein jetzt füttern? Hast du das Käferschwein schon getötet? Ich rieche kein frisches Fleisch. Das haben wir noch nicht. Benutzen mit Käferschwein. Sieht sehr motiviert aus jetzt. Und dann benutzen mit Käferschwein. Oh nein, oh weh. Vor allem, wenn sie dir einfach so durchhackt, dann hackt sie doch Mr. Midnight vielleicht auch in der Mitte durch. Das ist nicht Mr. Midnight. Was? Du bist nicht meine Katze. Oh, kleine Dame. Du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Gut für dich, aber ich wollte jemand anderen finden. Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine Katze. Meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame. Ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze mit sehr großen gelben Augen wollte mich... Eine schwarze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Meine Katze ist auch schwarz. Warte, vielleicht ist diese Katze ja meine Katze. Oh, meine Dame. Wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke, jetzt essen wir. Ich kann nicht. Nur damit du es weißt, im Käferschwein war keine Katze, nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, das tut mir leid. Meine Augen sind schon sehr, sehr alt, weißt du. Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal... Okay. Und nun? Hier sind wir. Achso. Hm? Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier.
Und ich schulde dir mein Leben.